Heute bei Dings im Film wenden wir uns einem längst vergessenen Objekt zu. Der Wurst im Film. Die Wurst im Film hat viele Gesichter. Sei es die letzte Wurst vor dem Exekutionskommando in Revolution oder Tod von Fernando Zapata. Oder die Wurst danach in Die Liebenden, die den Tag im Bett verbrachten von Alain Sousvite. Sie ist ein Ausdruck für Gelassenheit in Der große Bobo von den Schön Brothers. Oder ein Zeichen von Unruhe in Terror in Brooklyn von Martin Scorsese. Manche Charaktere sind ohne Wurst undenkbar, wie der Dauerwurstessende Reggae-Star in Viel Wurst um nichts. Oder das ständige Wurstkauen in Wurst und Kaffee von Jack Marshman. Dann noch das hektische Wurstnuckeln des hyperaktiven Schriftstellers in Angst vor Erfolg. Und die grandiose Spiegeleisszene mit Betty Gardiner in Ein Frühstück in Nizza. Und die phallische Wurst von Colonel Brett in Saigon Massacre. Auch in Kinderfilmen wie Walt Disneys Wuschi und Wolfi wird an der Wurst gekaut. Insofern ist eine Wurst niemals auch eine Wurst, wie schon Sigmund Freud wusste. Also die Wurst hat symbolischen Charakter, ja. Sie steht, kann für vieles stehen. Sie steht für Männlichkeit, sie steht für Freiheit, für Abenteuerlust. Sie steht aber auch für zärtliche Gefühle. Sie steht für das orale Verlangen an sich, ja, das Einnehmen. Es ist aber auch, sagen wir so, das ursprünglich Kannibalische, das der Mensch in seiner Zivilisationsgeschichte zu verdrängen versucht. Die Wurst, das zerhackstückte Fleisch in Darm gepresst. Ja, das ist ein Symbol, das gleichzeitig durch seine konische Form verdeckt wird. Ja, man wird sich ja beim Anblick einer Wurst nicht mehr klar darüber, dass es mal ein lebendiges Tier war, das zerhackstückelt wurde, in seinen eigenen Darm gepresst wurde. Und dafür steht die Wurst, für all das, was diese Gesellschaft mit sich selbst macht halt. Und darum steht die Wurst im Film auch für all das, was diese Gesellschaft am Ende zu verschulden hat. Liebe, Tod, Hass, Essen. Doch die Tage der Wurst im Film waren gezählt, nachdem bekannt wurde, Wurst macht Krebs. Die anrührende Dokumentation Das Ende der Wurst von Boris Godard sammelt Reaktionen auf dieses Ereignis. Naja, klar, irgendwann hat die WHO gesagt, Wurst macht Krebs, ne? Und dann haben wir alle keine Wurst mehr gegessen. Das hörte dann nach und nach auf. Als Wissenschaft hat festgestellt, Wurst ist, wie man sagt, nicht gut für Mensch. Macht Mensch auch Krebs im Kopf. War für mich als Wurstmachermann auch schlimm. Es war eine furchtbare Zeit. Es war wie ein nackter Mann auf deinem 7. Geburtstag, der dich filmt in Planschbecken. Nach der Heldenära der Wurst, wo der Held an seiner Wurst zog und seine Wurst sein ständiger Begleiter war, wandelte sich das Image der Wurst. Jetzt war die Wurst ein Zeichen des Bösen. Die Schurken durften nur noch Würste essen. Und es, ja, die Wurst selber, man erkannte sofort, da kommt jemand in den Raum rein, er hat eine Wurst im Mund, das muss der Böse sein. Kettengraben! Mein Abbein! Bataler U-Boot-Krieg! Alle Rückbar! Muhammad Jihad!
Wurst macht Krebs. Und wer will schon Krebs haben? Ne? Also das ist schon Pest am Arsch halt. Und du bist ja auch so Gefahren minimieren und solche Sachen. Es verschwand Wurst aus Café. Dann verschwand Wurst aus Restaurant. In den Restaurants gab es dann diese Nicht-Wurstesser-Bereiche, die wurden immer mehr. Und dann irgendwie durftest du gar keine Wurst mehr im Restaurant essen. Dann gab es keine Würstchen mehr an den Würstchenbuden. Irgendwann gab es dann hier am Bahnhof die Wurstesser-Bereiche, diese gelben, so mit so Fleischwurstringen markierten Bereiche. Dann verschwand Wurst aus Kino. Wurst aus Kino-Werbung. Irgendwann gab es nur noch Wurstwerbung auf Litfaßsäule. Irgendwann fing es dann an mit den Schockbildern auf den Wurstpackungen. Und irgendwann gab es gar keine Wurst mehr. Die Wurst war weg. Der Niedergang der Wurst war sozusagen per se dystopisch determiniert, da eine Ontologie der Wurst dem Determinismus einer Transzendenz nach gar nicht in der Lage war, etwas wie das Weltall in Kontakt zu setzen, in Zusammenhang zu setzen, in einen Konsens zu bringen mit diesem eigentlichen, was ist Wurst? Wurst kann nicht mehr sein als Wurst an sich. Es hatte schon was, ne? Irgendwie. Also mit so einem Radieschen kommt nicht das gleiche Gefühl auf wie mit einer Wurst. Aber gut, Zeiten ändern sich. Ne? Kann ich mal eine Kippe haben? Klar. Weißt du, zum Glück leben wir jetzt in einer gesunden Welt, wo es nichts Ungesundes mehr gibt und so. Und dann Krebs ist, seit Wurst verboten ist, gibt es eigentlich nichts mehr, was jetzt noch Krebs macht, oder? Vielleicht das Bier im Glyphosat. Zum Schluss unsere Top 3 der besten Wurstszenen. Platz 3 erhält Bill Northrop als der namenlose Unbekannte in Eine Handvoll Sand von Dino Vandalis. Auf Platz 2 unvergesslich Jeffrey Cooper und Sarah Delgado in Bis hierher und nicht weiter von 1941. Na Süßer, hast du eine Wurst für mich? Und last but not least, auf Platz 1 unserer völlig subjektiven Bestenliste, Gérard Deville als Clochard Bruno in Quelque chose qui s'est passé dans la métro. Das war's auch mal wieder mit Dings im Film. Dieser Beitrag hat nun ein Ende, während die Wurst vielleicht doch zwei hat. Wurst, 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 Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, 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 Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, 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 Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, Wurst, Brötche, 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 Wurst, 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 Wurst